Ja, ich dachte, wir erzählen heute ein bisschen was über Spielreflex und können wir auch. Ja, mein Weg zur Spiegellosen. Ja, dann mein Weg zur Spiegellosen. Marc, magst du mir geschwind noch eine R5R6 geben aus dem Koffer? Danke. Ja, super, dann können wir ja. Stimmt, oder? Ja. 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 Mist, habe ich da irgendwas Falsches hier? Alles gut. Ich war heute auch ein wenig spät. Kriegen wir hin. Ja. Mikro hast dran, alles gut. Ton ist da? Ja, sehr schön. Ja. Ja, dann mein Weg zur Spiegellosen. Spieglein. Dann bin ich immer gespannt. Genau. Die Geschichte mit dem Spiegel ist ja immer die wir im Prinzip alle, oder den Weg, den wir alle gegangen sind, wenn wir aus der EOS-Generation kommen. Mhm. Und die Spiegelkamera ist eigentlich das, womit wir groß geworden sind. Mhm. Egal, ob jetzt mit Autofokus, ohne Autofokus, da gab es ja bei Canon das FD-Bajonett vorher, dann gibt es jetzt das EF-Bajonett und da sind so schöne Derivate wie beispielsweise so eine EOS 1DX daraus hervorgegangen. Mhm. Man erkennt das Design, glaube ich, auch noch so ein bisschen, also die ist in die Hand gebaut, diese Kamera. Ja. Marc, super, ganz herzlichen Dank. Schön. Ganz herzlichen Dank. Das ist jetzt das Flaggschiff. Ja. Bei Canon ist es so ähnlich wie im richtigen Leben. Je weniger Nullen, umso professioneller ist die Kamera. Und das ist jetzt also immer das Flaggschiff, ist die 1. Ja. Und dann kommen so die Einstelligen, die 5, die 7, die 6. Mhm. Und dann kommen die Zweistelligen, also 50, 60, 70, 80, 90. Und jetzt haben wir natürlich im Vollformat ein bisschen Zuwachs gekriegt, mit ohne Spiegel. Mhm. Und das wären hier R5, R6. Mhm. Vorgänger oder paralleles Schwestermodell ist hier noch die EOS R. Die bleiben uns erhalten, ne? Im Augenblick mal. Ne? Da ist also nichts abgekündigt oder sonst irgendwas? Nein, die werden weiter gebaut. Ja. Wir verkaufen die auch weiter und die werden auch weiterhin gut gekauft. Ja. Es ist im Gegenteil so, dass viele Derivate, die wir so kennen, oder viele Bereiche, die wir kennen, durchs Spiegellose, die haben auch die Kameras mit Spiegel befruchtet. Mhm. Weil ich meine, jetzt zum Beispiel ein Silent Auslösen, also ein geräuschloses Auslösen, warum soll das einer Spiegellosen vorbehalten sein? Ja. Das im Prinzip können wir den Spiegel hochklappen und dann ganz ähnlich arbeiten wie eben bei einer... halt ohne Suche, ne? Genau. Oh. Genau. Also, aber da gibt es zum Beispiel auch einen amerikanischen Sportfotografen, der nimmt ist von der 1DX, von der Autofokus, im Live-View so begeistert, der hat da ein Video drüber gepostet und hat sich dann da entsprechend einen Lichtschacht drauf gebaut, weil man muss ja doch schon so ein bisschen in der optischen Achse arbeiten. Ein Sportsucher. Ja, genau. Genau. Das und arbeitet dann über das Display, aber spiegellos, weil eben diese Kamera ganz ähnliche Verfolgungsmethoden hat, wie die R und die RP, und die R5 und R6 haben. Ja. Und das ist ja, ich sag mal, eine große Faszination der Spiegellosen, der Autofokus oder dieser überlegene Autofokus, also Spiegelreflex-Autofokus, vielleicht, dass man es mal ganz kurz erklärt, bitte das jetzt nicht mit der Kamera zu Hause machen, was ich jetzt hier zeige. Wir haben hier einen Spiegel in der Kamera und wenn man diesen Spiegel etwas nach oben drückt, dann kommt hier unten ein Hilfsspiegel zum Vorschein. Ich glaube, das kann man jetzt nicht so richtig schön sehen. Kannst du vielleicht einen Schritt vor, dann noch einen Ticken näher ran. So, hinter dem Spiegel ist da ein Hilfsspiegel. Wenn man mal ganz schnell guckt, dann kann man den auch hochklappen sehen. Okay. Und unten im Kameraboden wohnt dann der kleine Autofokus-Japaner, sage ich immer, der dann scharf stellt entsprechend. Und das ist auch so ein bisschen das, was das System etwas anfälliger macht wie eine Spiegellose. Heißt, wir fokussieren letztlich woanders, wie wir dann tatsächlich auch unser Bild machen. Mhm. Während wir im Spiegellosen oder eben auch wenn wir mit so einer Kamera spiegellos arbeiten, das heißt den Spiegel hochklappen und mit dem Live-View arbeiten, dann haben wir hier im Prinzip auch das Scharfstellen direkt auf der Sensorebene. Okay. Ja? Okay. Das ist ein Riesenvorteil bei diesem spiegellosen System und das machen sich jetzt die Kameras mit Spiegel auch zunutze. Aber erst jetzt? Erst die aktuellen? Das sind die aktuellen. Ja, also es fing aber im Prinzip schon an mit der EOS 70. Was? Ja, echt? Ja, auch da war schon ein motiverkennender Autofokus drin, wenn wir den Spiegel hochgeklappt haben, mit Motivverfolgung.
Ja. Oh wow. Okay. Und letztlich okay, die Motivverfolgung, Gesichtserkennung, wissen auch viele nicht, ist auch was, was diese Spiegelreflexkameras und zwar nicht nur mit hochgeklappten Spiegeln machen, sondern tatsächlich auch auf der normalen Fokusebene. Okay. Okay. Okay, aber natürlich durch dieses Spiegelprinzip, was wir hier gesehen haben, haben wir die Problematik, dass wir nie bis zum Rand scharf stellen können. Und Vorteil vielleicht noch von dem Autofokus, er ist schneller. Ja, also schneller, vor allen Dingen, wenn es darum geht, Verfolgungsmotive oder Motive zu verfolgen und am Motiv kleben zu bleiben. Okay. Ja, das ist ein Vorteil. Das sind die R und R5, R6 und die Spiegellosen natürlich denen deutlich auf den Fersen. Es gibt auch Motive, wo sie deutlich schneller sind, schon mittlerweile. Ja. Aber es gibt immer noch, gerade im langbrennweitlichen Bereich, sehr viele Fotografen, die auf die Spiegelreflextechnik schwören. Hat natürlich nicht nur einen Geschwindigkeits- und Performance-Hintergrund, sondern auch ein Handling. Ja. Das heißt, letztlich, natürlich, wir sprechen ja oft drüber, es sind EOS-Kameras und du hast ein Handling wie mit einer EOS, aber es ist doch anders. Ja, und vor allem auch die Suchergeschichte ist eine andere. Ne? Also wenn ich sagen wir mal, so in dieser Sportkiste gibt es ja manche, die visieren mit beiden Augen quasi einmal mit einem Auge am Sucher, mit dem anderen Auge schon mal hinten guckend, hey, was kommt da, was passiert da? Da habe ich oftmals den Fall, dass mir Kunden erklären, dass wenn sie sagen, sie gucken durch einen elektronischen Sucher, und sie gucken gleichzeitig mit einem Auge in die Natur, ne? So physikalisch, dann gibt es da ein Mischbild im Kopf. Das verträgt nicht jeder. Ne? Nee. Das erträgt nicht jeder, so rum, also auch nicht auf Schwäbisch, auf Deutsch. Ne? Genau. Also, das erträgt nicht jeder. Oder ist zumindest noch nicht so, dass das so angenehm wäre, jetzt wie wenn ich tatsächlich über einen runtergeklappten Spiegel mit dem einen Auge und mit dem anderen Auge in die freie Natur gucke. Ne? Also da scheint wohl doch auch noch ein Unterschied zu sein. Ich selber habe es sogar ausprobiert, aber halte ich für nachvollziehbar. Ne? Ja. Also es gibt durchaus immer noch Gründe für Spiegel, also Spiegelreflexkameras, sage ich mal. Letztlich dürfen wir auch nicht vergessen, wir gucken ja immer auf einen Monitor, was das Auge auch schneller ermüdet, wenn ich durch einen optischen Sucher gucke. Ja. Speziell, wenn ich so einen großen optischen Sucher habe, wie zum Beispiel bei einer 1er oder 5er, bei den Vollformat, bei den professionellen Modellen. Ja. Ja. Okay. Und was würdest du, welches Modell empfiehlst du jetzt für welche Anwendung? Wir sehen immer mehr, dass die R5, R6, RP, R-Kameras die Allrounder werden, die Mainstream-Kameras. Mhm. Und diese Kameras immer mehr von speziellen Anwendern verwendet werden. Mhm. Ja? Mhm. Und das heißt, wir gehen hier in den Bereich Spezialisten, hier in den Bereich Generalisten. Mhm. Ja? Wird vielleicht ein bisschen vergleichbar sein, wie wir es kennen aus der analogen Technik, wo dann auch letztlich im Analogen die mit Film die Kameras 1er, 5er, 3er übrig geblieben sind. Mhm. Mhm. Rechnest du noch mit weiteren Entwicklungen im Spiegelreflexsystembereich? Glaubst du, dass da noch neue Modelle kommen? Glaubst du? Ich sag's mal mit Karl Valentin. Ich rede nur vom Gefühl. Also Prognosen sind oft sehr ungenau, besonders wenn sie in die Zukunft betreffen. Ja, also keine Versprechen heute jetzt mit Stempel und Unterschrift, sondern einfach nur so gefühlt. Es gibt da auch Äußerungen, dass das wohl die nächsten 5 Jahre auf jeden Fall weiter betrieben wird im Hause Canon. Das sind aber, ich habe das noch nie offiziell von irgendjemandem gehört. Ja, die werden ja auch, sagen wir mal, da geht es kein endgültiges, finales Statement darüber abgeben, genau, ob da jetzt was passiert oder nicht. Ne? Der Trend ist klar, ne? Also der Trend ist klar zum Spiegellosen. Ne? Absolut, also keine absolut. Frage. Ne? Und wir haben natürlich da Riesenvorteile, gerade was Autofokus bei wenig Licht angeht, hatten wir ja gestern drüber gesprochen. Wir können mit Blende 11 arbeiten, das ist bei diesen Kameras einfach nur dann möglich, wenn ich tatsächlich einen Spiegel auch hochklappe, wo ich dann natürlich nicht diese Suchertechnik habe, sondern mehr oder minder so arbeiten muss. Okay, Insofern... vielleicht auch nicht vergessen, Stromverbrauch. Ein optischer Sucher braucht weniger Strom. Ja. Ja, jetzt haben wir hier natürlich in einer 1er-Kamera einen Akku drin, der wirklich den Namen Akku verdient oder Batterie. Den merkt man teilweise auch an der Hand, bis zu 10.000 Auslösungen mit einer Akkuladung. Das ist schon irre. Ja, und da sind natürlich die Spiegellosen noch etwas Stromfresser dagegen. Ja. Ja, auch natürlich vergleichen wir hier ein bisschen Äpfel mit Birnen. Wenn wir jetzt den LPE6 Akku vergleichen aus den Kameras mit dem 1er Akku. Gut, der ist ja quasi, die ist ja so groß, also da müsste ich ja an die R aber auch einen Batteriegriff hinmontieren. Ne?
Genau. Damit man dann hätte man eine doppelte Batteriekapazität. Ne? Also nicht ganz, aber. Das schenkt, ja, okay, fast. Ja. Aber das schenkt sich also fast nichts mehr. Ne? Ja. Also eigentlich ist es wirklich nur noch eine gefühlte Sache. Ne? Das Ding in die Hand nehmen, durchgucken, sagen, ich komme mit dem Sucher klar, weil das ist eigentlich letztendlich der ganz große Unterschied, sage ich mal. Also komme ich mit dem Sucher, mit dem Händchen klar, mit dem elektronischen Sucher? Genau. Wie bei einem Auto, was kaufe ich mir lieber? Jetzt ein Elektroauto, fahre ich mal damit oder kaufe ich mir irgendwas mit Verbrenner? Letztendlich muss dann da auch das Gefühl irgendwie mit entscheiden. Ne? Also wenn ich jetzt so eine Pro-Kontra-Liste aufmache, dann überwiegt natürlich absolutes Pro. Ja, ja. Also die Seite der R5, R6, RP, R ist auf jeden Fall gegeben. Ja. Ich denke, das Spielreflexthema ist aber auch wirklich jetzt an einem Status angekommen, wo man sagt, da gibt es eigentlich jetzt, da kommen jetzt auch technisch nicht mehr weiter. Ne? Das Thema ist ausgereizt, da sind wir am Anschlag technologisch jetzt gerade mit dem Modell. Was will ich da noch entwickeln in Sachen Spiegel? Ja, also gut, in Sachen optischem Sucher, da den Gedanken noch hatten heller, wir, noch schärfer, also mehr den Gedanken hatten wir auch schon vor vielen Jahren und oft. Stimmt, da kam trotzdem was. Ja. Und immer kam wieder was, immer ist wieder was eingefallen, immer wieder gab es eine Innovation. War das der Kaiser Wilhelm mit dem, das Auto hat keine Chance, ich setze aufs Pferd oder irgendwie sowas? Das war der Kaiser Wilhelm, glaube ich, mit dem Daimler. Irgendwie. Genau, das so sind Spruch, berühmte letzte Worte. Ja, ja. Oder auch irgendwie in einem Patentamt, wo der Henry Ford seine Erfindungen angemeldet hat, gab es mal jemanden, der sagte dort, dieser Spruch, den gibt es tatsächlich, jetzt wurde alles erfunden, was die Menschheit braucht, es braucht eigentlich keine weiteren Erfindungen mehr. Ne? Und das war, glaube ich, 100 Jahre her oder 110 Jahre her, da gab es diesen Spruch mal. Insofern, muss man vorsichtig sein, aber ich denke wirklich, dass ganz klar das Potenzial für die Entwicklung natürlich im Spiegellosen liegt. Das ist im Moment auf jeden Fall der Schwerpunkt der Entwicklung auch da. Da ist der Druck dahinter. Ne? Doch. Man sieht es ja auch in der Objektivrange, ne? Alles R, also RF, RF, RF. Ne? Vielleicht so aus meiner Erfahrung mit Sport- und Wildlife-Fotografen, wo diese Modelle auch gern verwendet werden, es ist eigentlich weniger, dass da ein Oder tatsächlich zwischen die beiden Systeme gesetzt wird, sondern im Moment ein Und. Das heißt, man hat eine Einser, beziehungsweise legt sich vielleicht auch noch die 1D Mark III zu und hat als Zweit- oder Drittkamera dann entsprechend eine Spiegellose noch mit dazu. Mhm. Ja. Hat auch ein bisschen den Hintergrund, wir arbeiten mit 120 Frames Auflösung in der oder Bildwiederholrate im elektronischen Sucher. Bei beiden mit das? Ja. Wir haben beide 120 Hertz. Ja, genau. Das ist State of the Art, da hat auch keiner mehr. Kriegt man nicht irgendwo anders besser. Ja. Das heißt aber auch, bei einem sehr, sehr schnellen Motiv mit einer sehr langen Telebrennweite kann es schon nochmal zu einem Gap kommen. Also da kann schon mal so eine zeitliche Lücke sein, wo ich dann auch... Also so ein Nachzieheffekt. Ne? Und dann auch mehr so emotional meine, ich wäre jetzt nicht am Motiv. Also wenn ich jetzt der ultimative Sportfotograf bin, sage ich mal, wenn ich mir wirklich nur dieses Thema abarbeite, ne, dass es mein Beruf ist oder sagen wir mal mein Hobby, ob ich mich auf dieses Thema spezialisiert habe, siehst du immer noch den Spiegel vorne, oder? Aus der Praxis heraus ja. Ich habe da, wie gesagt, keine Präferenz. Ich nehme sie beide sehr gerne. Ja. Im jeweiligen Bereich, also ich sage mal ein klassisches Beispiel, am Boxring schätze ich zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob man das jetzt hören kann. Das war jetzt der Silent-Modus. Ich würde entsprechend hier mal den vollen Sound fahren bei der Kamera. Moment. Ja, weil einfach dieses Auslösegeräusch, Weiß, jetzt bin ich fertig. Ne? Der Schuss ist drin. Ne? Kommt es rüber? Ja. Genau. Ja. Das ist so dieses, ich habe das Bild im Kasten, so dieses Gefühl. Ja. Ja. Gerade bei lauter Umgebung. Das Ding ist drin. Ja. Ist übrigens auch ganz spannend, wenn du im Studio mit Models arbeitest. Ein Model ist völlig irritiert, wenn du kein Auslösegeräusch hast. Das ist für die irgendwie wie der Takt, nachdem sie sich bewegen. Und dann noch mit festem Licht, ohne Blitz, dann weiß die überhaupt nicht mehr, wann fotografiert wurde. Ja, genau. Ja. Oder er. Ne? Oder er, genau. Also sie oder er. Ne? Also insofern, das ist natürlich auch ein Argument. Ne? Die Modellinnen. Wie man richtig sagen müsste jetzt. Oh jetzt wird es kompliziert, ja. Also wie gesagt, spiegellos, klar, wie erwartet im Vormarsch. Wirklich der Spezialist natürlich für die hohen Geschwindigkeiten, für die ganz hohen Geschwindigkeiten und für, sagen wir mal, null Nachziehen im Sucher, außer physikalisch der eigene Kopf. Klar noch die Einser, aber Trend. Absolut. Absolut. Und du würdest dich auch an eine Sportproduktion rantrauen mit einer R5?
Ja, wie gesagt, ich komme ja aus dieser Technologie, ja. aus der Spiegelreflextechnologie. Ich bin im Handling mit einer 1er immer noch sicherer wie mit einer R5, R6, weil sie einfach noch neuer sind, die Kameras. Ja. Und es ist, ich sage mal, letztlich für einen Fotografen, der im Actionbereich unterwegs ist, ist eine Kamera auch ein bisschen wie ein Musikinstrument. Mhm. Na, wenn du dem Geiger jetzt eine andere Geige gibst, dann braucht der auch wieder ein bisschen, bis er sich mit spielt eine Menge Gewohnheit mit rein. Natürlich, klar, dass alles an der richtigen Stelle ist. Genau, diese automatisierten Abläufe. Ja. Und, aber von der Geschwindigkeit her und sonstigem hättest du keinerlei Sorgen. Im Gegenteil, in manchen Bereichen sehe ich da absolute Vorteile bei den Spiegellosen, zum Beispiel Scharfstellen bis am Rand. Weil die Objektive können wir ja auch alle nehmen, ne? Das ist alles kein Thema. Ne? Die Motivverfolgung, das ist der Hammer. Das ist schon wirklich der Hammer. Und da, funktioniert auch von vornherein so gut, dass man sagt, du vermisst nichts. Okay, cool. Ja, es ist eine Erleichterung, an die man sich, wenn man es nicht gewohnt ist, auch erstmal gewöhnen muss. Weil man da so dieses ständige Arbeiten am Motiv gewohnt ist, Nachführen des Autofokus auf dem Motiv. Und das fällt ja im Prinzip da weg. Okay, also dann hätte ich gesagt, Mundschutz auf, Hände desinfizieren bei uns und mal einfach mal in die Hand nehmen, durchgucken, ausprobieren, hier bei uns direkt vor Ort. Heute sind wir noch da bis um 20 Uhr. Also wir zumindest vom Foto-Universal, die Partner von der Industrie, je nach Slot, ne, wie heute noch gesendet wird. Und ansonsten sind wir ja auch jeden Tag da, einfach vorbeikommen, mal die Kameras auch mal alle da, alles in die Hand nehmen, mal ausprobieren, durchgucken. Dann kann jeder für sich selber entscheiden, wer der Sieger sein wird. Ne? Wir sind also ganz zur Stelle. Als nächstes, Jürgen, dir schon mal vielen Dank jetzt gerade hier für... Danke, dass wir da sein durften. Ja, für die Ausführungen. Ne? Ja. Und als nächstes haben wir hier im Programm nämlich, Moment, lass mich mal schauen, die Firma Sony. Ne? Die Firma Sony, bleiben Sie dran, seien Sie gespannt. Das wird bestimmt auch wahnsinnig interessant. Insofern dir, Jürgen, vielen Dank und bis nachher. Ne? Bis nachher. Bis nachher. Danke, Peter. Ja.